Und somit herzlich willkommen zu UDT Spieltag Nummer, oh Vince, sagt das nicht wieder falsch, 9. 9, es gibt 11 und das ist somit unser vorvorletzter Kampf gegen Borealium, der das Glück hat, sehr gut in der Tabelle zu stehen und das Pech hat, gegen jemanden zu spielen, der nicht so gut in der Tabelle steht und für den die Season schon seit langem gelaufen ist, das aber eigentlich jetzt erst wirklich verstanden hat. Und dementsprechend waren wir beim Teamwetten ein bisschen lockerer. Wir haben keinen Grund mehr, gestresst zu sein, weil unten in der Tabelle sind wir sowieso. Und ich blende währenddessen, ich erlabe einfach mal ein, was wir so dabei haben. Und vielleicht wundert ihr euch, warum da plötzlich neue Pokémon sind. Wir haben Glurak, Deponitox und Inteleon. Drei Pokémon in den Kader getauscht. Und gucken mal, ob die in den letzten drei Spieltagen noch ein bisschen Work machen können. Denn ein bisschen was haben wir uns ja gedacht. Aber mal schauen. Ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich maßlos übermüdet bin. Die ganze Woche schon. Ich bin mir also nicht sicher, wie gut dieser Teambild ist. So. Flampivian, Felinara, natürlich sein G-Max-Kramor. Das ist eigentlich alles drei relativ klar gewesen. Wobei Felinara... Toxiquark, Donarion und Necrozma. Tatsächlich haben wir keines unserer drei neuen Monster dabei. Eigentlich waren sowohl Glurak als auch Inteleon angedacht. Aber irgendwie habe ich die heute in meinem übermüdeten Kopf nicht mehr gesehen. Vielleicht wären sie richtig gut gewesen. Gegen Kramor wahrscheinlich schon. Zumindest mal Glurak, aber naja. Es ist kein Uhafni dabei, es ist kein Frostlass dabei. Wir könnten also tatsächlich gut mit Alpha leaden, weil sowas wie Donarion oder Flampivian sehr likely ist. Und wir haben halt das Notsituations-Fokus-Set dabei. Ich denke, da können wir gegen alles ganz gut Druck machen. Was wir, glaube ich, nicht haben, ist tatsächlich Tarnsteine. Klar, wir spielen sowas wie Toxin Stone Edge. Genau. Genau das tun wir. Toxin, Stone Edge, Notsituation und Turbofelsen. Vince, Junge, wie siehst du eigentlich schon wieder aus? So. Kramor. Ja. Das Ding ist, der verliert halt nicht viel, wenn der jetzt einfach einmal scoutet. Ich kann hier immer in Raikou gehen, aber so eine Kehrtwende ist halt nicht unbedingt unwahrscheinlich. Ja, es ist jetzt eine doofe Situation. Geht schon doof los. Wir gehen einfach in Citizen Kane. Wenn er Tarnsteine legt, dann ist es so. Ich habe tatsächlich auch keine Hazard Control mit. Okay, Eisenschild. Ja, hätten wir drinnen bleiben können, hätten wir mit Endeavor Gigamax Gramo halt richtig Ärger machen können. Schade. Hatte ich jetzt aber gerade nicht die Eier für. So, er hat keinen Elektro-Switch in dabei tatsächlich. Er wird hier rausgehen. Könnte hier also fürs Toxin gehen. Toxiquark kommt maximal dann, wenn es FV ist. Kriege ich gegen Donar... Ach, verdammt. Ach, wenn der Poketuber die englischen Namen der Monster nicht kennt, ne? Vikavolt. Genau, kriegen wir gegen Vikavolt einen Sub raus? Theoretisch schon. Toxin-Delegator? Oder Delegator, machen wir es andersrum. Delegator Toxin.
Toxin Delegator. Ich mag übrigens den Namen. The Royal. Die Sirene. Stirnbohrer macht ja immer seine Geschichten. Da war ja was. So, Felinara. Okay. Du sollst also hier alles tanken, ja? Wenn du speziell defensiv bist, tatsächlich. Ja, wobei, selbst dann breakst du noch einen Sub, ne? Hast du die Aromakur? Auch so eine Frage. Ah, vielleicht revealen wir hier einfach noch nicht so viel. Und gehen hier einfach in Porygon 2, drücken den Bizarro-Raum und gucken mal, ob wir nicht Moruda reinbekommen. Das sollte tatsächlich gegen alles echt, echt guten Schaden machen. Feenschicht, alles klar. Moment mal! Okay, also Felinara, Cormind, Cramor, Ironhead. Gut. Ja, wenn du das jetzt machen möchtest, dann ist es, glaube ich, okay für mich. Ja, doch. Wir sind komplett speziell defensiv. Was auch immer du da anstellen möchtest, ist uns eigentlich völlig egal. Was mich fast zu der Frage führt. Ich weiß, was tut er da gerade? Also, versucht er sich zu kommen, um mich glauben zu lassen, er hat keine Aromakur? Also, Vitalglocke in dem Fall? Weil wenn ich jetzt einfach Pixie reinschmeiße, dann hat sich halt nichts geändert. Also dann war es das halt mit seinen Boosts. Check ich nicht. Aber selbst auf plus 2 sollten wir hier eigentlich ordentlich tanken. Autsch. Okay, ja, soweit dann zu ordentlich tanken. Vielen Dank. Schallwelle. So, dann machen wir mal genau den Move, den wir uns eigentlich auch so vorgestellt hatten. Ich sehe gerade, Mollard ist überhaupt nicht dabei. Okay, Mollard war so ein schöner Check für vieles von dem, was ich hatte. Wobei Metagross hat auch sowas wie ein Crasnaught hat und so weiter. Von daher vielleicht, doch nicht ganz. So, und in diesem Poltergeist dürfte nicht so viel reinkommen. Corviknight könnte, kriegt aber über die Hälfte Schaden. Was haben wir noch? Eigentlich kommt da nichts rein. Eigentlich kommt da nichts rein. Er muss eigentlich was abwerfen, glaube ich. So, das war die Babiribeere und das war vor allem Felinara. Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sind das langsamste Mon und wir pöllern gegen alles einen insanen Schaden. Er kann jetzt mit Corviknight G-Maxen. Das geht natürlich. Mit so einem Braveboard nimmt er uns raus. Wobei, na, nicht ganz. Nicht ganz. Aber warum riskieren? Vince, wach auf. Was ist hier der Play? Du kannst drinnen bleiben und kannst den Poltergeist drücken, das macht Aua. Wenn er G-Maxt, ist es ein Problem. Du kannst nicht in Pixie, du könntest Porygon 2 abwerfen, das brauchst du per se mal für Necrozma, für Donarion maybe, Necrozma maybe. Die Chancen, dass du nochmal hochbekommst, sind vorhanden. Wir können direkt in Rambo, können das outstallen. Wenn der allerdings einen Kampfmove hat, dann wird die Sache schwieriger. Können auch direkt entkommen. Wir haben Raikou. Was übel. Was laber ich?
Vince, Junge, was laberst du? Raikou ist hier immer der Player. Ich gehe davon aus, dass er hier aus Safety-Gründen... dass er hier aus Safety-Gründen teammaxen wird, denn sonst der Poltergeist... denn sonst würde der Poltergeist einfach viel zu viel machen. Ob ich Beruhigung 2 noch brauche? Ja, Alter. Dein stärkstes Mon ist Garuda mit dem Choice Band. Was im Bizarro-Raum der schnellste Mon ist. Brauche ich Porygon noch? So, Giga-Sturmstoß. Ich hätte die Zeit ja auch einfach mal nutzen können, um zu kalken, ne? So, ja. Und nu? Drücke ich Delegator Schutzschild oder was? Outstallen oder angreifen? Komm, lass mal Delegator spielen. Warum ist das schneller? Hä? Was habe ich verpasst? Warum bist du schneller? Bist du schneller? Hä? Vince, Junge, du brauchst mehr Schlaf. Eindeutig. Gut, dafür spielen wir den Discharge. Brauchen wir uns jetzt nicht für entschuldigen. Brauchen wir uns nicht für schämen. So. Plus 2 Corviknight. So, wir drücken nochmal Discharge. Ich switch hier in das Plus 2 Corviknight nichts rein. Er bleibt doch drinne. Und er kriegt die Full Para. Ja, ist kacke, aber für sowas spielt man Discharge, also. Ja, gut. Wir spielen das safe. Er könnte es nochmal aufheben und könnte jetzt sowas wie Donarion reinwerfen. Das wäre okayisch. Überhaupt habe ich noch ein bisschen Angst vor Donarion. So, er bleibt aber drinne und somit entledigen wir uns Corviknight. Nicht auf die eleganteste aller Arten, aber auf eine der effektivsten. Donarion. Was mache ich, wenn jetzt Donarion kommt? Protecten, Toxin drücken, switchen. Wenn ja, in was? Es kommt The Purger und das klingt schon nicht wie das, was ich erwartet habe. Okay. Ja gut, bevor sich das settet, wollen wir da gleich ein Toxin drauf kriegen. Brauchen wir nicht lange reden. Könnte Choice Cuff sein, aber dann ist es so. Und bevor der jetzt mit irgendwelchen lustigen Setup-Sachen anfängt, schmeiße ich da ein Toxin drauf. Kosmikkraft. Wusste ich's doch.
Du. Ja, aber das könnte Raiku handeln. Durch das Toxin. Ich meine, wir haben Subprotect. Könnte jetzt angreifen, dann wäre Schutzschild klüger. Er könnte sich noch eine Runde setten, dann wäre Delegator klüger. Ich sehe halt nicht so richtig, warum er sich gegen das Toxin jetzt weiter setten sollte, lange. Also. Aber Delegator ist der Safe Play. Auf Kosten meiner KP möglicherweise. Er settet sich weiter. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig müde seid und ihr könnt kaum weiterdenken? Also so den Motto, ihr wollt das kalken? Ihr seid mit dem Blick auf den anderen Monitor angekommen und ihr fragt euch, welches Mon habe ich nochmal drinne? Das ist mein aktueller Zustand und ich weiß gerade nicht, muss ich Delegator drücken, muss ich Schutzschild drücken? Nicht Delegator, muss ich Ladungsstoß drücken oder muss ich Schutzschild drücken? Wenn ich jetzt Schutzschild drücke und der settet sich nochmal, hat er das Schutzschild schon gesehen? Nee, ne? Ich drücke einmal Schutzschild. Es hält sich weiter. Okay. Okay, das Toxin wird gleich wirklich, wirklich teuer werden. Zählt das jetzt trotzdem? Ich habe Schutzschild gedrückt, er hat nicht angegriffen. Also müsste jetzt meine Chance ja eigentlich halbiert sein, ne? Jo. Ja, dann einmal Ladungsstoß. Wir kitzeln ihn. Ah! Ja, die Option habe ich unter Umständen übersehen. Okay, ja. Scheiße. bringt uns jetzt per se aber auch nicht unbedingt um, weil wir haben immer noch Lycanroc in der Hinterhand. So, er schläft. Ist also ein Sleep-Talk-Set. Es könnte jetzt alles Mögliche kommen. Wenn ich jetzt rausgehe, kann der uns potenziell wehtun. Okay, Moment mal. Ich will ganz kurz mal was gucken. Ist vielleicht nicht der Play, hier einen Mon reinzuwerfen. Ich glaube eigentlich vielleicht wirklich Raiku sterben lassen und dann Notsituation Wolverock. Aber wenn er sich jetzt auf Sleep Talk verlässt, dann kann er entweder Cosmic Kraft drücken oder er kann Erholung drücken oder seinen einen Move. Und er drückt seinen einen Move. Na gut. Aber auch den tanken wir sehr gut. Kriegen hier den Burn. Der hilft uns, also leider überhaupt nicht weiter. Ich überlege, ob ich jetzt einfach sowas spiele wie Wunschtraum auf Porygon Bizarro Moruda. Aber das hilft uns bei dem Boost. Es war einfach nicht der Play, was ich hier gemacht habe. Es war einfach nicht der Play. Nein, nein.
So, dann spielt er wahrscheinlich sowas wie eine Weakness Policy. Ich versuche mal mein Glück mit Wunschtraum Moonblast Chip. Sein Death Boost interessiert uns nicht, denn wir sind unaware. Im schlimmsten Fall werfen wir jetzt wirklich einen Mon ab und vielleicht sogar besser Pixie als Raikou, weil Raikou kann innetechnisch noch ein bisschen mehr machen. Bringt mir der Trickbetrug was? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, Mondgewalt. Wird jetzt ein bisschen boring, der Part. So, den Spätz Attack Drop nehmen wir mit Kusshand. Wobei, erinnert halt an das Dot Power gar nichts, oder? Doch, tut er. Doch, tut er tatsächlich. Und wir drücken es einfach nochmal. Okay, der reicht. Der reicht. Ich dachte, einen kriegen wir noch. Ja, ich denke, Alpha ist hier tatsächlich einfach unser Play. Wir sind schneller. Es bringt uns also in Runde 1 nichts, irgendwie jetzt die Notsituation zu revealen. Drücken wir einfach Toxin oder drücken wir Steinkante? Wenn er schneller wäre, wäre halt gerade ideal für uns. Aber wir nehmen, was wir kriegen können. Warte mal, was ist denn danach noch schneller? Raikou dann einfach, ne? Dann drücken wir einfach den Discharge und dann ist endlich vorbei hier. Wobei Toxin-Notsituation killt auch, ne? Also Toxin-Notsituation, das ist es doch. Let's go. Er überlegt. Okay, riecht er unser Set? Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. So, Toxin, er greift an. Wir sollten das Ganze... ich hatte gehofft, wir überleben das ein bisschen schlechter. Da wird tatsächlich unser Spezialangriff-Drop uns ein wenig zum Verhängnis. Das ist ja jetzt richtig scheiße. Aber dann läuft es auf Notsituation, Toxin, Raikou raus. Und Raikou sollte dann hoffentlich in Range sein. Gut gemacht, Pixie, für den Spezialangriffsdrop. Dankeschön. Das Toxin muss jetzt richtig hitten, weil sonst reicht es nicht. Und er kann die Erholung drücken. Wie bitter wäre das denn? Ein bisschen mehr noch. Komm. Okay, jetzt mal in aller Ruhe. So, Necrozma ist ein 79er. Das heißt, wir müssen hier mit Raikou agieren. Wir haben kein anderes Mod. Also müssen wir auf den Ladungsstoß gehen. Ist der auf plus 4? Ja, ne? Ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Ich glaube, das ist an dieser Stelle vorbei. Der ist einfach auf plus 4. Den kriegen wir nicht. Raikou? Zeig uns, was du hast. Raikou, komm! Ja! Raikou, du Gott! Citizen Kane, bestes Mon und Film ever! Sag ich doch. Quasi easy. Ich hatte quasi überhaupt keine Angst.
und war mir quasi total sicher, dass wir das jetzt genauso retten werden. Okay, ich habe durch den Switch und Gedöns natürlich jetzt auch einfach eine Menge unnötigen Chip verteilt. Pixie ist raus. Er hat noch jede Menge Böllermaschinen in Form von Flampivian, Toxiquark und Donarion. Wenn ich jetzt nochmal auf irgendeine Art und Weise einen Bizarro rauskriege, zum Beispiel gegen Donarion, dann sieht die Welt eigentlich schwer in Ordnung aus. Und wir haben immer noch unser Gigantamaxmon, was gegen Flampivian, Donarion und Toxiquark eigentlich richtig gut aussieht. Gewinnen wir gerade? Also guter Spieler, der ich bin, weiß ich natürlich, dass wir gerade gewinnen. Außer wir verlieren gerade, dann habe ich das gewusst. Ob ich albern bin heute? Nee. Könnte ich jetzt rausgehen? Gefühlt ist es unnötiger Chip. Den brauche ich für Bizarro. Den brauche ich für Sweep. Den brauche ich für Sweep im Bizarro. Also eigentlich ist jetzt Toxin drücken und Raikou sterben lassen der Play. Wenn ein Klebenetz kommt, juckt uns das in beiden Fällen überhaupt nicht. Angenehm. Ich mag Situationen, wo Klebenetze egal sind. Agilität. Das finde ich doof. Oder? Oder ist das nicht sogar wieder ein Vorteil für mich, wenn ich dann gleich wirklich Bizarro drücke? Ja gut, wir drücken auf jeden Fall. Einmal Schutzschild. Das ist klar. Den Toxinschaden nehmen wir mit. Kann er nochmal drauf drücken jetzt? Das ändert halt gar nichts mehr. So, Käfer gebrummen. Ist halt die Frage, ob es jetzt wirklich killen würde, ne? Nicht killen, sondern den Sub killen würde. So. Wickerwald, wir wissen das Item nicht. Wir gehen jetzt einfach mal von Heavy Duty Boots aus. Würde machen mit Käfergebrumm. Was war denn Käfergebrumm in Englisch? Verdammte Hacke. Genau, Backbass, klar. Das andere war ja die Signalampel, die haben sie ja rausgenommen. Die gibt es ja nicht mehr. Ja gut, Big Backbass macht natürlich hier eine Menge. Muss aber, doch, muss schon killen. Gehen wir ganz frech für den Double Protect. Wir gehen ganz frech für den Double Protect. Und kriegen ihn auch. Das finde ich doch nett. So, und jetzt können wir tatsächlich ein Käfergebrumm nehmen und können einmal auf Discharge gehen. Weiß noch nicht, ob wir vielleicht einfach aufhören sollten, das, was wir gerade tun, zu spielen, weil eigentlich wollen wir ja, dass das Ding lebt, damit Porygon Bizarro Raum drücken kann. Wie sieht denn das im Kalk aus, Porygon? So, ich sag, wir lassen das jetzt sterben. Oh, das killt nächste Runde schon. Haben wir uns gerade den Bizarro-Raum versaut? Scheiße. Aber es ist egal. Eigentlich sollte Sandaconda danach richtig Work machen. Wir haben G-Max und können einfach den Erdbeben-Move drücken. Es ist eigentlich Wurst auf die Art. Trotzdem nicht klug gewesen. Hätten wir Raikou hier mit Absicht sterben lassen, auf Donarion so viel Chip wie möglich geben, wäre das klüger gewesen. Jetzt überlebt oder so. Nein. Alles richtig gesehen. Also theoretisch alles okay. Ja, Sandaconda sollte hier regen. Wir sind allerdings halt ein speziell defensives Sandaconda. So ein Choice Bandit Flampivian wäre dann vielleicht nochmal. Wobei, G-Max. Ich vergesse immer wieder Gigantamax. Sollte alles egal sein. So. Toxicroak. Sollte nichts haben. Dama. Sollte selbst Life Orb nicht dagegen ankommen. Aller Theorie nach ist alles gut.
Insofern keiner von den beiden Scarf ist, sind wir halt sogar schneller und kriegen irgendwo nochmal irgendwas drauf. Und ich glaube, wir drücken einfach den Ladungsstoß. Das ist am sinnigsten, denke ich. Einfach nochmal ein bisschen Chip drauf. Wenn der jetzt schneller ist, wissen wir ja, dass er locked ist. Ist er nicht? Okay. Und Ladungsstoß macht passablen Schaden. Ich habe da mal ein Problem. Innere Kraft Necrozma und Bauchtrommel Flampivia. Ja gut. Das hat Spaß gemacht. Verdammte Hacke. Ich habe keinen Scarfer, der schneller ist. Was wirst du haben? Flammenblitz und irgendwas anderes. Und so ein 6 plus 6 Flammenblitz ohne Damage-Item wird höchstwahrscheinlich trotzdem meinen Sandakonda rausnehmen. Ja, scheiße. Ja, dann war's das tatsächlich. Soweit zu meinem wunderbaren Plan. Schade drum. Und er hat auch Feuerschlag und nicht Flammenblitz. Er nimmt sich also auch nicht den restlichen Schaden. Bedeutet das aber, dass wir überleben? Feuerpunch. Den könnten wir überleben. Das könnten wir tatsächlich tun. Er weiß halt nicht, dass wir speziell defensiv sind, weil wir geplant haben, nach dem Gigantamax nochmal schön mit Rest Shedskin Coil uns nochmal zu einer Gefahr hochzusetten. Und wir drücken. Ja, also Gigantamax und dann Gigasandstoß. Let's go. Und wir können einen Fire Punch leben. Wir müssen nicht, aber wir können. Oh, Flareblitz wäre so gut gewesen. Aber klar, wenn du Bauchtrommel Flampivian spielst, du verlierst die Hälfte deines Lebens, du spielst die plus Init-Beere anstatt die plus 25 oder plus 33% Beere, dann. Klar willst du keinen Recoil-Damage kriegen. Verstehe ich. So, Feuerschlag. Und. Oh, der reicht! Dann spielt er irgendein boostendes Item. Weil der hätte nicht reichen dürfen. Oder er spielt Adamant. Ja, dann wäre es eine. Ah, das will ich jetzt mal wissen, ganz kurz. Dann hätte er eine 25%ige Roll gehabt zu One-Shot. Ja, also brauchen wir nicht drüber reden, das ist durch. Schade. Sah zwischendurch echt gut aus für uns. Ich denke, es wäre hier wirklich der Play gewesen, auf Vikavolt Raikou abzuwerfen, mit Porygon den Trick Room zu setzen und dann durchzugehen. Firepunch trifft doch immer, ne? Also jetzt keine Chance auf einen Miss oder irgendwie sowas. Nee, trifft. Ja, gut, dann GG. Gemeine, aber wunderschöne Sets. Fühle ich sehr. Geht für mich klar. Bei uns stand eh nichts auf dem Spiel. Also. Mach doch. So, wir drücken nochmal Poltergeist, weil das so schön ist. Und gehen 2-0 aus diesem Game aus. Und ich möchte wirklich wissen, was das für ein Item trägt. Weil ohne Damage. Was für ein Item das trägt. Ich mach das schon wieder. Das ist genau wie mit Slowpuff damals. Es hat kein Damage Boosting Item. Das heißt, es hat tatsächlich die 25% Wall bekommen, mich zu killen. Aber das ist okay. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich gönn's ihm. Und damit haben wir noch 2 Spiele vor uns. Das eine Spiel ist gegen Herbie. Wir hatten schon 2-mal das Vergnügen in der IPL. Und wir spielen gegen Ox. Und natürlich freue ich mich auf beide Kämpfe sehr. Allerdings habe ich noch nie gegen Ox gespielt. Und Ox ist die Ligaleitung der UDT.
Dementsprechend bin ich da sehr neugierig drauf und freue mich mega drauf. Ich hoffe, es war nicht ganz so müde, wie ich mich fühle. Und wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Tag. Ach, wisst ihr was? Haut rein. Bis dann. Ich kann nicht mehr reden.